Nach der Länderspielpause und der zuvorigen Entlassung von Trainer Reis hat man bei Schalke 04 nun die Möglichkeit, die Saison noch zu retten, zumindest so gut es geht. Und dafür hat man sich eben mit Karel Herráz einen neuen Trainer geholt, der zuvor in der belgischen ersten Liga bei Union saint tätig war. Aber ich glaube, dazu hat man eigentlich schon recht viel mitbekommen. Heute möchte ich einfach mal darüber sprechen, wie er in der Vergangenheit spielen lassen hat. Beziehungsweise vor allem, wie er mit dem aktuellen Schalke-Kader in der zweiten Liga spielen könnte, damit die doch noch irgendwie die Kurve bekommen. Was dann am Ende dabei rausspringt, kann ich jetzt schlecht sagen. Aber ich glaube, wenn man am Ende darauf guckt, was ich hier dann gebaut habe in dem Video, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus wie die aktuelle Tabellensituation. Aber das ist eigentlich auch selbsterklärend. Wir starten auf jeden Fall erstmal, was die Formation angeht, denn man hat ja ein Testspiel. Gehabt schon unter ihm gegen Herakles Almelo aus der ersten niederländischen Liga, das konnte man recht souverän mit 4 zu 1 gewinnen. Ich habe mir Teile des Spiels angeschaut. Hier seht ihr die klassische Formation von herrat Er hat bei Union Sagiloise immer in einem 3-5-2 spielen lassen, also mit einer Dreierkette, einem Sechser, zwei Achter davor zwei Schienenspieler und vorne mit zwei recht mobilen Stürmern und ich glaube bei Schalke wird er genau das gleiche machen beziehungsweise ich gehe eigentlich fest davon aus im Testspiel hat er das die kompletten 90 Minuten gemacht ihr seht ja auch hier wie das Ganze sich dann formiert und er meinte auch er wird das nur umstellen wenn die Spieler gar nicht damit klarkommen aber ich glaube das ist eigentlich ein recht gutes System das auch auf den meisten Positionen gut zum Kader passt und die guten Ansätze hat man ja auch schon im Testspiel gesehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal Position für Position durch, wen er da aufstellen könnte und starten im Tor. Da habe ich jetzt mal Hekeren, der aktuell eigentlich der beste von den vierten Torhütern ist. Da kann dann natürlich aber auch auf Dauer ein Fährmann oder ein Müller wieder drinstehen. Aber ich glaube, das tut jetzt gar nichts groß zur Sache, zum Allgemeinen. Da geht es dann eher darum, mit den Spielern davor Lösungen zu finden. Und in der Dreierkette davor finde ich, ich sollte Kaminski auf der linken Seite gesetzt sein. Ich war mir zunächst nicht sicher, ob er in einer Dreierkette so klarkommt. Ist jetzt nicht der schnellste Spieler, aber für mich wirklich der Man of the Match in dem Testspiel gewesen. Einfach zwei Vorlagen aus dem Spiel herausgespielt, was für einen Innenverteidiger extrem krass ist. Rerats ist es auch echt immer wichtig, einen Linksfuß in der Dreierkette zu haben. Das hat er mit Kaminski als einzigen Spieler im Kader und der soll dann da auch immer mit dem Ball ein bisschen antribbeln, mit nach vorne schieben und genau so hatte er einige gute Läufe in dem Testspiel und ich glaube, der könnte ein wichtiger Bestandteil sein und ich glaube, es hilft ihm auch, wenn er noch zwei weitere Innenverteidiger neben sich hat wie nur einen und einer davon wäre zentral für mich Tomasz Kalas der hat auch durchgespielt. Also die einzigen zwei Spieler, die durchgespielt haben, waren Kaminski und Kalas, obwohl noch zwei Innenverteidiger auf der Bank waren. Ich glaube, das ist auch schon mal so ein bisschen ein Zeichen. Kalas bin ich jetzt nicht hundertprozentig von überzeugt. Aber ich glaube, wenn die Mannschaft ansonsten funktioniert, dann macht er da auch solide seinen Job defensiv, auch wenn er spielerisch nicht der stärkste ist. Aber dafür hat man halt eben andere Spieler wie einen Timo Baumgartel der für mich dann der rechte Innenverteidiger wäre. Der könnte natürlich auch zentral spielen. Dann kannst du beispielsweise rechts einen Brunner hinstellen, der gelernter Rechtsverteidiger ist, aber ohnehin kein krasses Offensiv-Output hat und dessen Stärken auch eher in der Defensive liegen. Aber ich glaube, wenn Baumgartel diese Position hier rechts spielt, dann hilft es ihm und dem Spiel nochmal deutlich mehr, weil er ein extrem progressiver Innenverteidiger ist. Sowohl mit Pässen als auch mit Läufen, mit Ball am Fuß ist er da wirklich hilfreich für den Spielaufbau und deshalb würde ich das ganze so formieren. Man hat natürlich als Backups, wie gesagt, Prona, ein Tower kann eigentlich alles spielen, kann Sechser, rechter IV oder auch Zentral spielen, also der ist Backup für alles eigentlich. Ein CC ist jetzt qualitativ nicht der beste Spieler, hat aber im Testspiel auch die Position hier rechts eigentlich recht solide gespielt und dann hast du natürlich noch Henning Matriciani der hat im Testspiel hier den rechten Schienenspieler gespielt. War ein katastrophales Spiel, aber ganz ehrlich, da kann der auch nicht spielen. Das ist überhaupt nicht seine Position. Ich glaube, die ideale Position für ihn ist einfach zwischen Innenverteidiger in Viererkette bzw. Außenverteidiger. Und genau das hat man ja hier mit den äußeren Innenverteidiger in der Dreierkette. Also das System liegt ihm eigentlich. Ich glaube, er kann da ein gutes Backup sein, sowohl für Kaminski links als auch rechts für Bau. Baumgartel kann man Baumgartel natürlich auch zentral hinstellen, dann Matriciani rechts. Also da hat man viele Möglichkeiten und auch von der Menge der Spieler ist man da gar nicht mal so schlecht aufgestellt, wenn man halt eben Prona und Matriciani hier als Möglichkeiten sieht, was Herr hoffentlich auch tut. Ich habe jetzt schon den rechten Schienenspieler angesprochen, aber machen wir erstmal den linken, denn da sollte eigentlich Ovilian gesetzt sein, auch wenn er starke Konkurrenz hat, muss man sagen. Aber Ovilian, vor allem in der Dreierkette, finde ich ihn eigentlich am besten. Hat natürlich auch in der Viererkette seine Stärken. Aber das System liegt ihn eigentlich am meisten. Kann da die Linie hoch und runter aggern, aber wird dann von der Dreierkette doch nochmal besser abgesichert. Und man hat natürlich als backup Merkin der könnte aber noch woanders interessant werden, weil er ist ebenfalls ein qualitativ sehr wichtiger Spieler für den Kader und ihn dann nur als Backup zu nutzen wäre glaube ich so ein bisschen verschwendet hinter Orian und man hat natürlich noch einen Tobias Moore für den glaube ich die Position auch ideal ist, aber hinter Orian muss er das sich natürlich erstmal nur hinten anstellen und ich glaube der wird nicht allzu viel Spielzeit erhalten, wenngleich er hier ein wichtiges Backup ist, Merkin wiederum ist natürlich eigentlich für die linke Schiene prädestiniert, ist ja auch linksfuß und hat meistens eben Linksverteidiger gespielt, hat jetzt aber im Testspiel auch in der zweiten Halbzeit dann den rechten Schienenspieler gegeben. Das ist natürlich nicht ideal als Linksfuß, er hat es recht souverän gemacht, war jetzt aber auch nicht überragend. Man hat natürlich als andere Optionen Brunner noch der halt auch eigentlich zu defensiv für die Position ist. Matriciani ist da hoffentlich keine weitere Option mehr und ja, es ist natürlich schwierig. Das ist so die größte Problemposition. Die anderen Positionen sind eigentlich alle ideal besetzt von den Spielertypen her. Der rechte Schienenspieler ist so eine Problemstelle. Man hat da des Weiteren noch einen Lino Tempelmann, dem das die meisten wahrscheinlich auch nicht zutrauen werden, aber hat es mal bei Freiburg gespielt, ist generell ein recht schneller Spieler, also dem könnte ich das auch zutrauen, auch wenn er jetzt im ersten Testspiel hier zentral gespielt hat als linker Achter, aber sollte man im Hinterkopf behalten als Option und ansonsten sehe ich da eigentlich nicht viele Spieler, die da spielen könnten vielleicht noch ein Karaman, dessen Arbeit gegen den Ball eigentlich immer stimmt, aber den sehe ich eigentlich auch eher vorne im Zentrum dann oder ein Kosuki, der natürlich gelernter Offensivspieler ist, da hätte er dann deutlich mehr Defensivaufgaben. Aber wenn man mal zurückschaut auf Uniao Sylva wieder einmal, dann hat er letzte Saison zumindest zu Beginn ein Adingra auf dem linken Flügel gespielt, also auch ein gelernter Flügelspieler, der dann eben auch defensiv auf Aufgaben hatte als Schienenspieler und die Saison davor, da war Herr rath nur Co-Trainer, aber dennoch hat er ein Mitoma gespielt, der jetzt auch bei Brighton aufblüht, beziehungsweise schon länger da am Ballen ist, genauso wie Adingra eben jetzt. Und vielleicht, wenn man es offensiv ausübt gegen schwächere Gegner, die es ja in der Liga definitiv gibt, dann ist Kosuki da vielleicht auch eine Option. Aber ihr seht schon, da muss man schon so ein bisschen verzweifelt suchen für die rechte. Ich denke zunächst mal wird er jetzt Merkin oder Brunner spielen, aber ich glaube da wird er auch mehrere Sachen ausprobieren. Ich lasse jetzt mal Merkin drin und wir gehen dann eben weiter ins Mittelfeldzentrum, bestehend wie eben vorhin schon angesprochen aus einem Sechser und zwei Achtern. Auf der Sechs sehe ich eigentlich ganz klar Ron Schallenberg. Im Testspiel hat tatsächlich die erste Halbzeit Paul Seguin gespielt. Der könnte da sein Backup sein, kann aber auch auf den Achterpositionen spielen. Schallenberg, muss ich sagen, war jetzt die Saison noch nicht so überzeugend. Aber wenn wir zurückschauen auf seine letzten Saisons bei Paderborn, da war er ja einer der besten Sechser der Liga und hat eben in genau diesem System gespielt. Beziehungsweise je nachdem halt auf jeden Fall in der Dreierkette und da als alleiniger Sechser dann meistens davor und genau das könnte er jetzt auch wieder und ich glaube da kann er dann wirklich aufblühen aber muss man mal schauen ich denke ihm könnte es auf jeden Fall helfen und auch auf den Achterpositionen ist man dann recht gut aufgestellt man hat eben Tempelmann beispielsweise Seguin Uetraogo Ogo finde ich dann hier in einer recht freien Rolle sehr interessant dann muss der andere Achter sage ich jetzt mal vielleicht ein bisschen tiefer spielen spielen, aber das ist durchaus gegeben vom Spielermaterial. Man hat da noch einen Idrisi. Der hat ebenfalls gespielt im Testspiel. Einen Danny Lazza, der kann ja eigentlich alles spielen. Kann auch Sechser spielen zur Not. Du hast einen Drechsler, der kann auch hier auf beiden Achterpositionen spielen. Und ansonsten hast du da jetzt niemand mehr. Aber Kosuki interessanterweise hat im Testspiel auch den linken Achter gespielt. Fand ich ein bisschen ungewohnt. Ist eventuell auch eine Option für Rads auf der Position. Wenn wir jetzt aber die stärkste Besetzung nehmen, dann habe ich auf jeden Fall auf der 6 Schallenberg. Uetraogo finde ich, muss spielen. Und ansonsten ja Tempelmann oder Seguin. Ich lasse jetzt mal Seguin drin. Auch wenn Tempelmann da recht nah dran sein sollte an der Startelf. Und das auf jeden Fall soweit mal abwehr und Mittelfeld. Und dann gibt es eben noch einen Doppelsturm in Heratsystem system Und im Testspiel war das zunächst Terodde rechts und Lasme links. Was auf jeden Fall schon mal eine interessante Kombination ist. Du hast auf jeden Fall mit Polter Terodde zwei Zielspieler, zwei klassische Stürmer im Kader, die so aber glaube ich nie zusammen spielen werden, zumindest nicht von Anfang an. Wenn man dann mal je nach Spielstand zurückliegt, dann könnte es schon eine Option sein. Aber ansonsten ist Raraz da schon so drauf, dass er recht spielsteige Optionen möchte. Deshalb sollte Terodde hier gesetzt sein, Polter erstmal draußen und neben ihm hat man mit Lasme halt einen Spielertyp, der ähnelt ebenfalls einem Sachi Spieler, den letzte Saison Rerats hatte. Und zwar ist das kein geringerer als Victor Boniface, der jetzt aktuell bei Leverkusen alles zerstört und ähnlich wie Boniface natürlich auf einem deutlich geringeren Niveau ist Lasme ein recht Trippelsteiger Spieler, der recht mobil ist, kann sich fallen lassen vor allem aber auch auf den Flügel raus und ist da recht gut ins Kombinationsspiel eingebunden hat er auch vor allem zu Beginn des Testspiels echt gute Aktionen und ich glaube der könnte da echt gut aufblühen hat aber auch Alternativen mit beispielsweise Karaman, den ich ja vorhin hier schon erwähnt hatte der aber auch hier auch so als recht mobiler Stürmer zum Einsatz kommen könnte. Ebenfalls wäre es eine Option eben mit Karaman und Lasme. Aber ich glaube, Terrode sollte in dem Schalker Spiel gesetzt sein. Und man hat dann natürlich Kosuki, vielleicht auch hier vorne. Also bei dem weiß ich echt gar nicht, wo er dann am Ende spielen wird. Polter, wie erwähnt, hier als Terotte Backup. Und dann hat man noch Kabadai, der auch hier eher so auf der linken Seite zum Einsatz kommen könnte beziehungsweise sie können natürlich auch tauschen aber meistens war der eher mobilere stürmer eben links mit Lasme später karaman kabadai kam da nicht zum einsatz weil er glaube ich bei der nationalelf war also u nationalmannschaft aber ihn sehe ich als recht abschlusssteigend spieler auch so ein hybrid aus stürmer und flügel eher in der rolle und er könnte da auf jeden fall vor allem als einwechselspieler auch einen guten impact haben Räumen wir das Ganze hier nochmal auf, dann hat man hier eigentlich eine recht gute erste Elf, wie ich finde. Du hast im Tor, klar, kann dann noch Fährmann oder Müller wieder reinrücken. Ansonsten hast du eine defensivsteige Mannschaft mit zwei spielsteigen äußeren Innenverteidigern, die dann auf jeden Fall mit nach vorne schieben im eigenen Ballbesitz und dementsprechend wird man vor allem im eigenen Ballbesitz mehr Lösungen finden können und ich glaube das war auf jeden Fall ein Problem unter Reis, die Achter müssen da natürlich auch dementsprechend nach hinten mitmachen, aber ich sehe da auf jeden Fall schon mal gute Ansätze rein von der Stimmung ist es jetzt auch deutlich besser aktuell unter Herr wie unter Reis und ich glaube das System könnte definitiv echt gut funktionieren mal schauen wie er das dann hier rechts auf der Schiene löst, wer da dann Spielen wird, aber ansonsten passt der Kader eigentlich recht gut zu seinem System. Die Spielerprofile passen optimal rein und deshalb bin ich eigentlich recht positiv gestimmt. Ich finde auch, Herr Rath ist ein herausragender Trainer, zumindest was er bis jetzt gezeigt hat, so dass er eigentlich schon zu gut für die zweite Liga ist. Aber ganz ehrlich, wenn er Schalke helfen will, dann hoffe ich, dass es auch klappt. Ich sehe auf jeden Fall, dass es klappen könnte. Man sollte es jetzt nicht überbewerten, alles. Aber wenn es läuft, dann könnte man schon noch so oben reingeraten. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Aber ich drücke auf jeden Fall Schalke die Daumen. So könnte es auf jeden Fall wieder besser laufen. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Stimmt ihr mir zu? Schreibt mir gerne eure Einschätzung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Oh